Yeah, but at least I completed like 100 quests. Yeah, so go here. And I'm going to talk to Albrecht. Nobody will learn anything from me. I think it's Albrecht that I need to talk to. Oh, and I'm also level 20. Yay. Alright, come on, hurry up. I want to finish up this episode and upload, well, not upload, but save all my videos and then upload them. Alright, come on. Albrecht, talk to me. Ich grüße dich, Ritter. Oh, crap. Ich bin gerüstet, um gegen die Orks anzutreten. Zeig mir endlich deine Tricks. So eine Rüstung habe ich ja noch nie gesehen. Sie scheint sehr stabil zu sein und eine Menge abzuhalten. Sie ist aus den Panzerplatten von Minecrawlern gearbeitet. Heiliger Argon, eine erstaunliche Sache. Ich bin aber hier, um mir deine Erfahrungen in den Kämpfen mit den Orks zu eigen zu machen, nicht um über Rüstungen zu debattieren. Du hast recht. Ich kann dir entweder beibringen, wie du im Nahkampf besser gegen die Orks bestehen kannst, oder wie du ihnen mit dem Bogen so richtig einheizt. Überlege dir gut, was du lernen willst. Ich habe keine Zeit, dir beide Techniken zu zeigen. Bring mir bei, wie ich Orks effektiv aus der Ferne bekämpfen kann. Nun, einige Erfahrung hast du in dieser Hinsicht ja schon aufzuweisen. Was mir noch bleibt, ist zu sagen, dass man, wenn man mit dem Bogen Jagd auf Orks macht, in jedem Fall die große Reichweite ausnutzen sollte. Ein Meister seines Faches schafft es, mehr als 10 Pfeile in der Minute auf ein sich bewegendes Ziel abzuschießen. Und mit 3 oder 4 Schüssen solltest du auch einen Ork schon ziemlich beeindruckt haben, so dass er leichte Beute für deine Klinge darstellt. Denn je größer deine Präzision und dein Geschick, desto größer ist natürlich auch die Durchschlagskraft deiner Pfeile. Und so ein voll durchgezogener Langbogen haut auch auf große Entfernung den stärksten Elite-Ork aus dem Sattel. Bildlich gesprochen. Reißt du mehrere Schwarzpelze an, dann achte darauf, dass dein Standpunkt außerhalb der Reichweite ihrer Schwerter und Äxte ist. Schon manch vorwitziger Bursche staunte das letzte Mal, als sich plötzlich der vermeintlich hilflose Ork mit gewagtem Sprung auf den Felsen oder das Hausdach zog und den Spieß umdrehte. Und nun geh da raus und mach aus ihnen gespickten Ork. Innos beschützt. Alright, I think I just got some quests. Wait, the green furs? What the hell does that mean? Alright, let's just see how many quests I've done. Oh dear lord, that's a lot of quests. Whoa. Yeah, that's pretty big. Anyways, yeah, so that's that. I can basically use a bow better now. Let me just quickly see what armor this is, like how powerful this armor is. This is... oh, that's not bad. Now, last thing before... well, oh my god, this isn't still the last thing. Okay, go here. So I don't, like, forget in the next episode. I'm gonna talk to Wolf and improve my bow and... yeah, just bow. So, yeah. Nichts. Alright. You are demanding more than... I can't teach you any... What the hell? I can't... Oh my god, this guy sucks. Who the hell can also teach me how to use a bow? I think Cord can. Let's just check quickly. Alright, let's talk to Cord. Grüß dich. Das ist... I can't really do anything else. At least I'm a master in bow making. I mean, using a bow. So yeah, let me just save because this episode has been retarded. Anyways, I hope you enjoyed this episode.
Then right now, have fun. See you.